Moin, ich bin Ofe von T&T E-Mobility. Heute ein neues Video. Es geht wieder um Tesla. Ich habe heute hier ein Standard Range Tesla Model Y, ein Taxi, also 11 Monate alt und schon 74 gelaufen und hat natürlich Mängel, das wollt ihr natürlich wissen. Aber hier geht es auch um die anderen Geschichten. Wie ist das so als Taxifahrer und was sagen die Gäste dazu? Aber bevor es hier weitergeht, drückt ihr jetzt erstmal die Abonnententaste und die Glocke und dann reden wir mal über das Auto und wie sich so im Stadtverkehr und auch über Land und mit den ganzen Gästen, die in dem Auto mitfahren, verhält. Und zwar sind heute dabei Marion, du bist Taxifahrerin. Bin ich, hallo. Und du bist zufrieden mit dem Auto? Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto. Ja? Wunderbar. Das ist für dich Lied. Ganz entspannt. Laden kein Problem? Überhaupt kein Problem. Hast du eine Ladeleistung im Kopf, wenn er warm ist? Was lädt er so? Wie viel kW, weißt du das ungefähr? Oder ist das dir scheißegal? Wir haben tatsächlich mal nachgeguckt an den unterschiedlichen Ladestationen. Ich habe es vergessen, weil es ist mir eigentlich egal. Okay. Wie weit kommst du im Sommer? Im Sommer komme ich so knapp über 400 Kilometer. Und im Winter? Im Winter so 320 Kilometer. Das sind genau die 80%, die 20%, die man weniger im Winter kommt, die ich immer sage. Das heißt für dich Elektro, supergeil. Supergeil. Du sitzt bis gut darin. Bis nach Finnland und zurück. Ja, schön. Das nochmal hören, das finde ich gut. Carsten, du bist der Chef. Erzähl mal, wie sieht es für dich aus? Wie viele Elektroautos hast du überhaupt? Wir haben 8 Elektrofahrzeuge, alle als Taxi-Mietwagen. Vom e-Vito über Tesla, Volkswagen, Hyundai, Citroën, alles dabei. Und wir sind durch die Bank weg sehr zufrieden und würden auf gar keinen Fall wieder zurückgehen. Ja, das heißt, Tesla ist für dich so das Beste oder gibt es die anderen? Tatsächlich so, ich sag mal, alle haben Stärken und Schwächen, aber ich fahre am liebsten den Tesla. Okay, was fährst du privat? Auch den Tesla. Okay, wie sieht's aus bei deinen Konkurrenten bzw. Mitbewerbern? Wie gehen die um mit Elektromobilität? Leider, es gibt ein ganz paar, die Zeichen der Zeit erkannt haben, aber leider sind auch noch sehr viele dabei, die es einfach überhaupt nicht verstanden haben und auch die Vorzüge leider nicht mitnehmen. Vorzüge? Was sind Vorzüge für dich? Naja, man ist wesentlich kosteneffizienter unterwegs. Das ist ja schon ein Unterschied mit dem Tanken und wenn man gewisse Fahrleistungen hat, die Servicekosten alles nicht außer Acht zu lassen. Mhm. Und das merken wir schon in unserem Betrieb spürbar, den Umstieg. Ja, also mehr Geld in der Tasche. Du hast doch bestimmt auch PV auf dem Dach. Wir haben PV auf dem Dach. Wir haben in Infrastruktur investiert, wir haben einen eigenen 50 kW Lader und eben halt auch für jedes Fahrzeug eine Wallbox, dass Laden überhaupt gar kein Problem ist. Mhm. Und bereuen das Ganze absolut überhaupt nicht. Wo sitzt du? In Friedenbeck bei Stade. Gut, du wisst ja, was Sache ist. Jetzt nochmal zu dir, Marion. Wie sieht's aus mit den Gästen? Sind da mal so ein paar richtige dabei, die rummosern? Gibt alles. Gibt welche, die rummosern, die gerne aussteigen wollen, wenn sie hören, dass es ein E-Auto ist. Ja, echt tatsächlich? Ja, tatsächlich. Einfach mal, wie, das ist ein E-Auto, lass mich hier sofort raus. Genau. Ohne Begründung. Ohne Begründung. Begründung war, ist ein E-Auto. Ja, Wahnsinn. Fährt er nicht mit, kann er nicht unterstützen. Und die meisten anderen Gäste? Die anderen Gäste sind sehr zufrieden, die meisten. Oh, das ist aber schön leise hier drin. Konntest du schon mal jemanden akquirieren, also dazu gewinnen, ein Elektroauto zu kaufen? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Fährst du ein Elektroauto privat? Ich fahre ein Elektroauto privat. Echt? Ja. Was denn? Ein Tesla. Ach was, echt? Ist ja unglaublich. Ja gut, wenn man einmal versaut ist, ist man versaut. Ne? Aber du, denk ich mal, du gehst auch raus in die Welt und sagst, Leute, kauft euch Elektroautos. Ja. Das ist ja teuer also, noch. Ne? Ich finde, die sind schon ziemlich toll, die Elektroautos. Das ist so. Ich bin schwer begeistert davon. Ich bin froh, dass ich meinen Verbrenner nicht mehr habe, muss ich sagen. Ja. Was war dein letzter Verbrenner? Ein Volvo V70, 22 Jahre alt. Motor, Diesel? Benziner. Benziner? Und Benziner. Wie viele Kilometer hatte der gelaufen? Wenig. Wenig? Wenig. 152.000. Okay. Und du, Carsten, was war dein letzter Benziner? Auch ein Volvo XC90 Diesel. Ja. Und? Ich tatsächlich. War mein letzter Verbrenner. Warst du zufrieden? Bis zu der Zeit ja, weil ich nichts anderes kannte. Okay. Dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, bin Elektroauto gefahren und habe ich gedacht, nee, das ist irgendwas ist falsch und fährt sich halt besser. Ja, und dann ist man dabei hängen geblieben, hat sich damit beschäftigt und sich angefreundet und heute kann ich mir ein Zurück nicht mehr vorstellen. Ja, Wahnsinn. Ja, so geht es wahrscheinlich euch auch oder vielen von euch, die Elektroauto fahren, wenn du da einmal drin bist oder einmal Probefahrt gemacht hast, bist du raus. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Mängel. Ich mache ja hier End-of-Warranty-Checks und auch End-of-Battery-Warranty-Checks. Da ist nochmal mehr Arbeit drin, weil wir bei den Battery-Checks dann nochmal Stresstests machen. Also wenn eure Tesla-Batterie-Garantie
zu Ende ist, dann könnt ihr gerne bei uns einen Termin machen, teslakaufen.de. Heute geht es zum Auto. DC-Ladungen 7678 Kilowattstunden und AC 4918. Ja, nun kommt's. Wir haben hier an dem Wagen eine Degradation von nur 3%. Dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku ist wirklich die Macht. Viele Tesla-Fahrer von euch wissen das. Zu Anfang gab es ein bisschen Probleme, mittlerweile super. Ladegeschwindigkeiten bis zu 150, denke ich, mittlerweile oder noch mehr. Die sind drin, aber nur kurz. Kurz, ja. Ja, aber das Ladeplateau ist dann doch ziemlich gleichbleibend, oder? Ja, also ich meine, dass er sich dann irgendwo bei 130 relativ lange hält. Ne? Das ist das, was ich dann, ich fahre das auch selten. Ja. Aber so in der Richtung verhält sich das ja. Man kann ihn immer bis 100% laden, das macht ihn gar nichts aus. Muss man aber nicht, ist klar. Ja, und mit der Degradation von 3% in 11 Monaten und 74.000 Kilometern spricht alles für den LFP-Akku. Ich denke, der wird sich auch in dem normalen Elektroauto durchsetzen. Wenn du natürlich Leistung haben willst, dann ist es Lithium-Ionen oder vielleicht auch demnächst mal Natrium. Wir werden das sehen. Wir sind erst am Anfang der Elektromobilität. Ja, Mängel. Ja, Mängel haben wir natürlich auch. Was hier nochmal, habe ich vergessen, dieser Wagen hat 3455 Kilowattstunden rekuperiert, also selbst an Strom erzeugt. Das muss man sich mal reinziehen. Du fährst also viel Stadt und rekuperierst viel wahrscheinlich, oder? Ich fahre eigentlich überwiegend Stadt, ja. Ja, okay. Und das sieht man eindeutig, weil das ist normalerweise ein Wert, den habe ich, wenn ein Schweizer bei mir ist. Also das ist schon der Hammer. Ja, Mängel. Die Hupe klingt komisch. Die liegt irgendwo am Rahmen an und das ganze Lenkrad vibriert oder die Lenksäule, wenn gehupt wird, das muss mal geändert werden. Der Sitz ist durchgesessen. Wir können ja mal eben einmal hingehen. Das ist das Auto. Da seht ihr ihn. Ja, ein mit Aftermarket-Felgen, real. Hier seht ihr auch nochmal die Taxi-Werbung. Wollen wir alles mit reinnehmen. Und der Sitz ist hier auf der Kante. Hast du das Gefühl, wenn du da drauf sitzt, dass du auf dem Rahmen sitzt? Er ist auch ein bisschen lose, wackelt ein bisschen hin und her. Ich denke, das ist ein Problem, was mir schon öfter vorgekommen ist und ich auch schon öfter bemängelt habe. Schreibt doch mal eure Erfahrungen rein hier in den Text, wie das bei euch ist, wie ihr mit den Sitzen des Tesla Model 3 und Model Y zufrieden seid. Hier haben wir ein Modell aus China. Die glänzen tatsächlich mit super Verarbeitungsqualität. Aber auch, und jetzt kommen wir auf die Mängel, jetzt geht es nochmal weiter, Probleme mit, das Fahrwerk klappert vorne. Wir haben gesehen, die vorderen Querlenker, da sind die Buchsen verschlissen, aber richtig. Das heißt, die müssen ersetzt werden. Hintere, obere Sturzlenker auch ausgeschlagen, kannst das Rad hin und her bewegen. Ja, und dann haben wir noch zwei Onboard-Fehler. Und zwar einmal der vordere Latch, hier vorne an dem Verschluss des Franks, der hat einen Fehler aufgerufen. Was war das andere noch? Hast du das Foto noch? Und die Kundin berichtet ab und zu mal davon, dass beim Laden des Fahrzeugs der Stecker einen Fehler macht. Habt ihr das auch oder könnt ihr reinstecken und weglaufen? Meine Empfehlung dabei ist, beim Laden Stecker reinstecken und einen Augenblick festhalten. Da sind die Fehler. Dann gehen wir nochmal drauf. Frank Latch. Und was ist das? Ach so, da ist die Low-Voltage-Batterie einmal kurz ausgestiegen. Das sollte mal untersucht werden. Normalerweise hält die Low-Voltage-Batterie in diesen Fahrzeugen, also für die Bordelektronik, 4 bis 5 Jahre, dann muss die getauscht werden. Ansonsten wirklich ein gutes Auto, gerade dieses China-Modell, gute Spaltmaße, aber immer noch Fahrwerksprobleme. Du hast bei deinem Auto umgestellt auf ein anderes Fahrwerk, richtig? Oder? Genau, ich habe selber ein Long-Range-Modell, auch aus Shanghai. Ja. Bin umgestiegen auf Eibach-Federn. Ja. Und das ist schon eine spürbare Verbesserung auf jeden Fall. Ja. Würde ich so auch wieder machen und jedem empfehlen. Okay. Und dann die Querlenker von Meile. Genau, in dem Atemzug gleich die Querlenker von Meile mit eingebaut, wo eh alles auseinander war. Und bis jetzt läuft super Ruhe. Viel besser. Ruhiger. Und ich sag mal, es ist noch ein leichtes Poltern da, aber es ist kein extremes Poltern mehr. Okay. Es ist ein bisschen gedämpfter, das Ganze. So, dass man in einem Rahmen ist, wo man damit leben kann. Dazu habe ich ja mal ein Video gemacht, die Eibach-Federn.
Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Gut, ihr beiden, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr den End-of-Warranty-Check hier bei mir gemacht habt, wie viele andere Taxiunternehmen übrigens auch. Aber hier fand ich es gerade sehr interessant, weil wir hier zwei verschiedene Meinungen haben. Und das ist für euch auch interessant. Ich versuche das Video kurz zu halten. Wir sind am Ende. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ihr wisst ja, Kanal abonnieren. Und wenn ihr steht oder wenn er steht, dann... Lädt er. Ja. Und der Satz heißt eigentlich, steht er, dann lädt er. Ja. Das hat mich auch gerade irritiert. Ich mache zu wenig Videos. Okay, alles klar. Danke. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.